Hier müssten ja... Moment, das ist Gravel hier, ne? Ist das Gravel? Ich glaube, das ist Gravel. Ja. Eine Potassiummine wäre natürlich auch cool. Aber das kleine A, komm. Das, so viel Glück werden wir gar nicht haben. Was bist du denn hier? Das ist doch kein Potassium. Das ist doch... Was denn das? Öl? Warum? Ich habe so viel Öl zu Hause. Öl brauche ich nun wirklich nicht. Wieso liegt denn hier Öl rum? Allgemein für die 16.3. Die 4 ist ja richtig. Ja gut, aber ich spiele noch in der 16.2. Gut, vielleicht klappt ja das Starvation Mode auch mit der 16.2. Obwohl, den will ich ja nicht dauerhaft dann haben. Also ich muss mir sowieso irgendwie zwei Spielstände machen dann. Also zwar am besten zwei Seven Days der Summe. Wenn du ständig was raufmachst und neu installierst, dann bist du auch blöd bei. Aber es wird lustig. Das wird Asrak vor allen Dingen sehr freuen. Wobei er dann vielleicht auch neu starten muss. Ne? Weiß ich gar nicht. Vielleicht will er das ja auch. Ich muss mal gucken, wann ich Asrak anhaue, wenn ich da mal mitmache. Bei seiner Starvation Mod. Das wäre ja schon lustig, wenn da was gehen würde. Ja, nochmal Federn. Wie viel Platz haben wir noch? Ja, haben wir. Nochmal Federn. Federn sind natürlich gut. Könnte ich mich auch mal eben umgucken. Ich glaube, ich könnte ja auch ein paar Meter mal eben auch zu Fuß laufen, oder? Da ist ja noch keiner von gestorben, glaube ich. 3, 2, das wäre jetzt lustig. Da kommt ein Bär und reißt dich. Nach solchen Sätzen wäre das eigentlich immer so klassisch, ne? Ah, 2 Haufen Potassium, sehr lecker. Sehr schön. Nimm mal mit. Aber ich glaube, ich habe keine Kohle, ne? Ich glaube, Kohle habe ich jetzt halt nicht mehr. Ey, irgendwas fehlt ja immer. Asrak hat die neue Starvation Mod getestet. Not gestartet mit Mac, weil eben der normale Spielstand wohl kaputt gegangen ist. Das lag aber wahrscheinlich dann mehr an dem 7 Days to Die Wechsel als an der Starvation Mod Wechsel, wirklich nochmal so. Nee, ich hab noch Schnee. Ich fehle Getränke. Habe ich noch. Nutze ich nur irgendwie zu selten. Aber habe ich noch irgendwie, weiß nicht, 600 oder sowas. Also einen großen Stack da, jedenfalls bei mir. So. Mir wird wieder warm hier, ne? Da kann ich jetzt nicht ändern. Doch, wir können uns die Hose ausziehen. Was war das denn für ein Geräusch? Da vorne ist nochmal. Dann gehen wir mal langsam hin und können auf dem Weg vielleicht noch ein, zwei Nester plündern. Ich brauche die Ausdauer ja gleich. Also jetzt, hier war es jetzt doch ganz gut zu sehen gerade. Das Potassium ist, es liegt halt ein bisschen verteilt, aber 3 Stapel und ich kriege da ganz gut was raus. Also das finde ich gut. Kann mich nicht beklagen. Von denen ging im Multiplayer was kaputt. Als sie mit den Bikes erst Weltfehler, dann ging gar nichts mehr. Och, das ist ja tragisch. Hose an. Was? Kohle? Schnee? Hose ausziehen? Was? Ja. Ne? Weißes Pulver? Weiß Bescheid. Grey Wolf. Ach, Hose erst nach 22 Uhr aus, Alter. Okay, da. So. Wo finde ich jetzt nochmal Kohle? Außer im... Tschüss. Ja, Kohle finde man zuverlässig in dem hier, ne? Da finde man, aber da will ich jetzt nicht ganz hin, das ist mir zu weit. Ah, dann würden wir ja auch da welche finden. Pass mal auf, dann drehen wir doch mal eben um. Fahr nach Hause.
Huhu. Ja, da brennen wir wieder. Moment, hier ist auch Kohle, oder nicht? Ja dann? Da wollen wir nicht so sein. Da muss ich ja gar nicht so weit weg. Wie praktisch. Achso, das explodiert. Ja, okay. In den Bäumen da? Wo ist in den Bäumen? Was? Wann? Was meinst du? Kohle oder was? Wo ist denn hier mal Kohle? Hier muss aber mehr Kohle sein. Wo einmal Kohle ist, ist doch mal Kohle. Das war doch jetzt kein Zufallstreffer, oder? Etwas schwierig zu sehen mit den ganzen Feldern hier. Ah, die Federn können wir noch mal mitnehmen. Da vorne. So. Funktioniert doch. Alles ein bisschen verteilter, ne? Weißt du was? Ich mach mal eben die Quest hier oben. Die mache ich mal eben. Inaktiv. Ist vielleicht besser. So, dann können wir uns in der Nacht schon mal Schießpulver ein bisschen wieder neues herstellen. Ich könnte mir jetzt eigentlich meine Hose mal wieder anziehen. Da oben sieht... Nee, oder? Nee, das ist doch keine... Das ist nur Baum gewesen. Nee, da war doch keine Kohle. Da vorne könnte aber welche liegen. Bin mir nicht so sicher. Nee, auch nicht. Oder doch? Nee. Na, Mensch. Oh, das ist aber auch nicht einfach hier zu sehen. Fahren wir hier nochmal runter. Ups, da ist noch ein Nest. Das ist meins. Na, war nur ein Ei drin. Ah, da. Oh, nochmal zwei Nester und links ist Kohle. Alles klar. Nehmen wir mit. Hier oben war glaube ich ja noch eins. Außen Augenwinkel mitbekommen. Da ist auch noch eins. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Spiel mit dir alleine, du. Ohne mich. So. Was? Gegenteil von Kohle ohne Kohle ist Wärmekohle. Oh, der hat mir aber gern. Ich habe hier doch noch ein Nest gesehen. Alles klar. Passt. Guck mal, hier finde ich mein Minibike auch zum Beispiel wieder in so einem. Da ist auch noch ein Nest. Nee. Ein getarnter Stein. Ein sogenannter Neststein. Sieht man immer häufiger. Manchmal fallen da Vögel drauf rein und brüten auf diesen Stein. Müsst ihr mal beobachten. Das ist sehr traurig, das Ganze.
Nee, ist auch keine Cola. Doch, da! Oh, sehr schön. Komm, dann ist das, nehmen wir die nochmal mit und dann gehen wir nach Hause. Jetzt hat Well jede Menge Kohle. Da braucht die Knete von YouTube gar nicht mehr. Nee, genau. Das ist, erledigt sich einfach alles so. Ich könnte das mal eben essen, ne? Guck mal, 133 Wellness. Hatte ich nicht letztens noch 125? Also in diesem Stream? Wo habe ich denn so schnell so viel Wellness herbekommen? Das verstehe ich gar nicht. Ich bin jetzt doch neugierig geworden wegen hier Nestern. Na? So richtig möchte ich hier gerade gar nicht weg. Das funktioniert ja auch gerade eigentlich recht gut. Ist das Motorradfahrer da hinten oder? Ne, ist ein normaler Schneezombie, ne? Also mir gefällt das mit Kohle und Potassium, habe ich ja anscheinend überhaupt gar keine Sorgen, da jetzt welches zu finden. Das läuft ja ausnehmend gut für mich gerade, finde ich. Und da vorne ist auch nochmal Kohle. Oh, zweimal Kohle und zwei Nester. Guter Tag heute. Ich würde sagen, da habe ich an Ressourcen jetzt mal ganz gut was rausgeholt. Ja, Shotgun-Mun, Leder, Blei haben wir auch noch. Boah, 13 ungelesene Gedichte. Dann muss ich wohl leider mal Pause machen. Wie spät ist denn das jetzt? Machen wir nicht ein bisschen häufig Pause? Wir haben von der Stunde erst. Ein bisschen muss ich auch noch. Ah, gucken. Ja, noch von der Stunde erst. Kann ich ständig Pause machen? So geht das doch nicht. Wellenkohlerausch, so sieht das aus. Kommt ja mal da nochmal rüber hier. Was hast du? Ja, nix. Auch gut. Oh ja, Körpertemperatur sinkt auch langsam. Oh, eine Horde. Guck mal da vorne. Ach, wie schön. Das ist ja ein tolles Bild. Scharf. Sieht gut aus. Hatte ich jetzt keine Lust drauf. Aber schön, wie sie da so friedlich langziehen, weißt du, so. Guten Tag. Hallo. Der hat ja keinen Bock, um diese Uhrzeit durch den Schnee zu laufen. Naja, müssen die ja wissen. Ach nee, es war gar keine Kohle. Okay. Ich hatte schon wieder Kohle. Oh, ist das hell. Ich mach mal lieber ohne Licht hier. Das tut ja weh im Auge. Wie wäre es denn mit einer festen Lesestunde? Inwiefern? Was meinst du? Dass ich jetzt da mal sage, okay, wir machen Donnerstag irgendwie eine Stunde Gedichtstream. Das könnte man machen. Nur, die Sachen werden ja geschrieben, während ich hier irgendwie was mache. Also spiele. Wenn ich mich einfach nur so hinsetze und doof in die Kamera gucke, da wird ja wohl kaum jemand ein tolles Gedicht so einfallen. Könnte ich mir vorstellen. Wenn, dann müsste man dann das ja so machen, dass man sagt, nee, nee, dann nimmt man halt die Gedichte, die jetzt, ne, dann jetzt gerade hier heute geschrieben worden sind, dass wir die dann sowas könnte man dann vielleicht machen. Ähm,
So viel ist es ja nun auch nicht, ne? Das könnte man wohl machen. Wobei ich glaube, dass es wahrscheinlich dann viele auch nicht gut finden oder doof finden, weil nee, die schreiben die ja heute, ne? Und dann willst du die ja auch nicht, dass sie dann erst irgendwie, keine Ahnung, und wer weiß wann irgendwie, weißt du so. Müssen wir mal gucken. Wieso Zeit durch den Schnee laufen, machst du mit was auch immer. Stimmt, hast du allerdings recht, Alter. Die Karawane zieht weiter, der Weg halt, du hast. Auch bei deinem Gesicht. Auch bei deinem Gesicht machen wir ein Gedicht. Ja, alles klar. Das ist, jetzt mache ich aber ein doofes Gesicht langsam. Nee, Munition kommt weg hier. Blei könnten wir mal einschmelzen, würde ich sagen. Turn on. Dann, ja, bevor ich das mache, gehe ich mal eben kurz runter und mache das minimal leer. Weil wenn ich jetzt alles hier befeuere, dann kommt ja auch gleich eine Kreischerin. Da bin ich mir aber auch ganz sicher. Dann, oder? Da ist doch noch was im Minimark. Ah klar, und wieder was drin ist. Richtig, schöner Shotgun. Schöne Shotgun-Parts waren da ja drin. Zack. Ah, mach weg. Ja, dann können wir ja auch mal... können wir nicht. So, 205 Federn. Das lohnt sich, weil wir bringen da erstmal das Essen hier weg. Das ist, glaube ich, am besten. Das kommt da rein. Ne, die Blaubeeren kommen da gar nicht rein. Das kommt da rein. So, du kommst zu den Waffen. Du kommst zu den Waffenteilen. Das kommt zu Elektrik. Das auch. Das sind auch nochmal Waffenteile. Motoren und Öl, ne? Das passt doch gut zusammen. Mhm. Genau so dachte ich mir das. Das kommt da rein. Waffenteile. Das kommt in Kleidung rein. Munition, genau. Du kommst da rein, da rein, da rein. Da müssten wir auch mal was mitmachen. Ne? Sand kommt da rein. Erde kommt, ich glaube, einfach nur weg gerade. Wo habe ich denn eigentlich die Grasbüschel drin? Ach da, okay. Leder kommt zur Kleidung. Und dann habe ich hier doch noch was gehabt. Golden Rod, genau. Passt. So. Man kann bei Gedichten, gibt es auch gar keine Konkurrenz. So. Okay. Dann lass uns jetzt mal ein bisschen was anfeuern. Also ihr könnt mich natürlich auch gerne anfeuern. Wood Frame. Da machen wir uns nochmal einfach 100, 200 Stück. Und dann packen wir hier mal ein paar mehr rein. Und das geht auch. Passt. Die Stahlpickaxe. Die können wir mal eben reparieren. Die werden wir gleich brauchen. Und ja, jetzt können wir gleich mal nach Skillpunkten. Was habe ich? 1372 Zombie-Kills. Okay. Toll. 1337 haben wir verpasst. Hey, Gouvel, was? Ich werde gerade angefeuert. Ja, voll cool. Wie geil. Da können wir eigentlich auch mal was mitmachen, ne? So. Aber, wie gesagt, ich behalte die Ordnung gerade noch so ein bisschen bei. Mir gefällt das. Du machst da so völlig hin, ne? Und wir könnten doch hier schon mal Buckshot rausholen. Ne, können wir nicht, weil ich einen Anvil dafür brauche. Weil ich den nicht habe. Weil den machen wir jetzt erstmal. Wir machen jetzt erstmal drei Stück davon. Also noch zwei.
Da hier keine Lust mehr zu. Wir gehen mal nach unten gehen. Dann kann ich euch mal zeigen, was ich eventuell vorhabe. Nee, er war das nicht. Ich hab was anderes gehört. Ich weiß gar nicht, was ich gehört habe. Aber er war es nicht, meine ich. Das Nachtsichtgerät ist einfach nur geil. Das Problem ist, dass ich jetzt wahrscheinlich unten Stahl wegschlagen muss. Und das wird sehr aufwendig werden. Nee, da will ich nicht hin. Ich will hier weiter runter. Ja, ich muss den Beton wegschlagen und den Stahl wegschlagen. Das wird sehr lange dauern. Ich will hier tiefer. Das wird sehr lange dauern. Vibedum. Oh, und danke für den Host-Albo übrigens. Der ist wahrscheinlich schon ein bisschen länger her. Oh, das ist ja bedauerlich hier. Und Physik, ich muss es weghacken, es geht nicht anders. Ich will tiefer. Das wird sehr lange dauern. Das wird dauern. Das Problem ist, dass das hier alles aneinander hängt. Die muss ich ja eigentlich auch wegschlagen hier. Eigentlich muss ich die auch wegschlagen. Ja, das wird dauern. Ah, das ist nicht gut. Ich überlege gerade, die hängen nur außen am Fels. Die müssten runterfallen. Das Problem ist, dass diese Steine wahrscheinlich von diesen Dingern gehalten werden. Ich muss die weghauen, das geht nicht anders. Dafür brauche ich aber... Ja gut, die gehen ja noch. Ich brauch Bier, ne? Ja, da oben ist irgendwas los. Pass auf den Ballrock auf. Lass mal nach Skillpunkten gucken. So, was können wir dann hier mal machen? Wir haben ja jetzt so wahnsinnig viele Skillpunkte. The Fix, ja. Ja, könnte man... Was ist denn mit... gucken wir erstmal Waffen. Das kann ich alles. Handguns, The Outlaw, Better Late Than Dead, Rifles. Shotguns was reinzustecken. Ich hätte ganz gerne eine Magnum. Das läuft unter Handgun. Das ist so das Ding. The Knife Guy, Blade Weapons, Weapon Smithing... Pummelpeak könnte ich noch was reinpacken.